passt es. Ich werde die Kunari nie verstehen, egal wie lange ich auch lebe. Es geht los! Janka ist geladen und in Sicht. Niemals wieder! Was soll ich machen? Das ist doch Unsinn. Die Hüterin hat mich gewarnt, dass es solche Tage geben würde. Zurück mit euch! Erinnert mich daran, mich nie gegen uns zu stellen. Ich glaube, das wäre ungesund. Ich glaube, wir sollten uns lieber auf einen Kampf vorbereiten. Ist das eine Art? Oder man etwa den Schuss ruiniert? So, die Falle hätten wir da auch gerade noch deaktiviert. Der Offizier hält echt verdammt viel aus. Und da hinten ist noch so ein Telverschaf. Aber ja. Was haben wir heute alle gelernt? Sich mit uns anzulegen ist Selbstmord. Yep, das hast du aber eben auch schon erwähnt. Und das ist übrigens auch Selbstmord, einfach so in ein paar komische Dinger reinzurennen. Wir looten einfach mal mit beiden, es geht schneller. So, hopp, 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 danke. Mal gucken, wann wir die Heilausrüstung mal benutzen, wenn wir eine finden für ihn. Muss ja auch nicht sofort sein. Ich glaube, so eine Verletzung ist nicht so schlimm, solange es nur einer ist. Hm, noch mehr Silberit, cool, hätten wir schon zwei, da geht's gar nicht weiter. Anders, lauf du mal vor. Der Offizier, was hat er denn? 9 Silber.
damit sind wir jetzt bei immer noch 44. Gut, da geht's auch nicht weiter. Hui, das war knapp. Okay, das ist tief. Das ist verdammt tief. Wo ging's denn weiter? Naja, hier also eigentlich nicht. Aber reines Lyrium. Und wir haben Handschuhe gefunden. Nur eine Kette, glaube ich. Fast eine Kette. Aha, eine Kette. Mit Rüstung. Rüstung ist dann natürlich wieder was für uns. Was haben wir hier? Mit Angriff. Das ist was für ihn. So. Dann geht jetzt weiter. Weiters. Tja, einfach hier durch. Und dann haben wir es ja gleich geschafft. Denkt nicht einmal daran, so weit kommen können. Ihr seid Dämonen oder Menschen. Banan Escher! Ah, der Teufel schon. Anführer. So. Na, was gibt's hier? Sprengpulver! Juhu, wir haben es, wir können wieder gehen. Sache, Brass. Ich mag diese Magier so absolut nicht von denen. Scheiße, das noch alleine. Ja, dahin. Gut, das wird jetzt das erste Mal sein. So. Danke. Na komm schon. Danke. Viel mehr liegt hier unten nicht. Können wir schon mal hier so hochgehen. Da hatten wir dann auch nichts. Du kannst da wieder runter, nur für dich. Ja, wir haben gesiegt. Wuhu. Das wäre erledigt. Er wird beim Kunari-Areal auf uns warten. Ja. Dann können wir aber einfach hier so durchgehen. Eine kleine Abkürzung nehmen. Ich frage mich immer, warum man nie durch die Abkürzung reinkommt, sondern immer nur durch die Abkürzung abhaut. Das kann doch nicht sein. So. Dann gehen wir mal... Schwarzpulver versprechen? Jo. Auf zu den Docks. So. Geht's mal nach hier unten. Als ihr zum ersten Mal Blutmagie gewirkt habt, war das nur ein Unfall, richtig? Ihr habt euch geschnitten und erkanntet die Macht. Ihr habt doch nicht wirklich eine Vereinbarung mit einem Dämon getroffen. Oh doch, das habe ich. Warum habt ihr das getan? Ich brauchte seine Hilfe. Und er war auch durchaus freundlich zu mir. Natürlich war er das. Er benutzt euch, um im Gehirn eines Sterblichen Fuß zu fassen. Er ist ein Geist. Er hat mir seine Hilfe angeboten. Ihr habt wohl kaum das Recht, mich zu tadeln. Da hat sie es ihm aber gegeben. Gut, wir gehen da mal hier hoch. Lasst mich durch. Ich habe etwas mit dem Zwerg Javaris und eurem Arishok zu besprechen. Der kleine Schwätzer, richtig. Tretet ein, wenn es sein muss, Basra. Basra, okay. Dann gehen wir doch mal hoch zum Arishok. Ah, Javaris, du bist echt so ein kleiner Lamm. Ah, da ist ja meine rechte Hand. Ruft euren Arishok. Die Abmachung wurde erfüllt. Wird auch langsam Zeit, dass ihr auftaucht. Ich bin schon seit Stunden hier. Da kommt der Arishok. Der ist alt. Der große Hörner. Ruhmreicher Arishok. Ich bin hier, um euch zu berichten, dass all eure verhassten Tal des Shoth ausgelöscht wurden.
richtig? Ja, genau so ist es. Ich bin also bereit für die Verhandlungen. Wegen des Sprengpulvers. So wie wir es besprochen hatten. Nein. Er versteht mich nicht. Sagt irgendwas. Ihr habt die Sache eingefädelt. Klärt sie selbst. Nun ja, wisst ihr, es ist üblich, dass eine erbrachte Leistung auch belohnt wird. Ich denke, ich habe bewiesen, dass wir beide von gemeinsamen Zielen profitieren könnten. Ihr habt um das Gatlock gebeten und wir haben abgelehnt. Also habt ihr eine Aufgabe erfunden und jemanden dafür bezahlt, sie zu erledigen. Ihr habt euer eigenes Ziel verfehlt. Ihr habt nicht euren Wert, sondern euren Wohlstand bewiesen. Und die Kunari sind euch nach wie vor nichts schuldig. Das ist jetzt natürlich schlecht. Ich habe seine schmutzige Arbeit erledigt. Diese Schulden haben Bestand. Ist dem so, Zwerg? Ihr habt selbst gesagt, es gab keine Abmachung. Ich stehe bei dieser verdammten Sache mit leeren Händen da. Das ist natürlich doof. Dieser Mensch hat getan, wozu ihr nicht in der Lage wart. Etwas, das ich einem Außenstehenden nicht zugetraut hätte. Und ihr habt mich mit hineingezogen. Wenn ihr hinsichtlich der Tarver Shoth eine Abmachung getroffen habt, dann werdet ihr bezahlen, was ihr für ihre Leben schuldig seid. Dann nehmt euer verdammtes Geld. Nehmt es einfach. Gehörnte Ochsenmenschen und räudige Hundelords. Sollen sie ihr Pulver doch selbst fressen und sich die Schädel wegsprengen. Verfluchtes Pack. Ihr werdet uns ebenfalls verlassen, Mensch. Es gibt hier für euch nichts mehr zu holen. Na gut, wenn du unbedingt möchtest, Arishok, dann gehe ich mal wieder. Tschüss, danke für die 3 Sovereigns. Jetzt haben wir 47,9, das heißt, uns fehlen nur noch 2,1. Es ist nicht mehr viel. Und dann können wir endlich unsere Expedition starten. Ein weiterer Bote war mit einem Brief hier. Liegt auf dem Schreibtisch. Okay, danke schön. Straßerschwester von mir. Ein Freund. Kommt bitte, sobald ihr dies... Gut. Werden wir mal gucken. Hi, Beth. Ich hoffe, Mutter kann den Vicomte überzeugen, uns das Anwesen zu übergeben. Kommt schon noch. So. Die perfekte Reihenfolge. Wir werden mal... Gott, gibt das viele Aufgaben. Zugang zur Akte der Gnade. Ah, das ist dieser Brief, den wir gekriegt haben. Wir schauen einfach mal nach, was da genau ist. Und ja, mal gucken. So, dann schauen wir doch einfach mal... Okay, das ging natürlich schnell. Ich wollte gerade sagen, schauen wir mal, was hier so kommt. Drachenjunges. Kleine Drachkins. Ich weiß halt auch nicht, wie gut das jetzt unbedingt sein soll. Aber der hat es auf jeden Fall nicht überlebt. So. Gucken wir mal. So. Ich werde hier gleich vielleicht mal die Aufnahmesession so langsam unterbrechen. Hier nehme ich gerade die ganze Zeit schon auf. Ich will gleich noch ein weiteres Yuri-LPT aufnehmen. Mit dem Cookie. Und dann schauen wir mal. Also wir sollen jetzt hier so hoch. Und dann gucken wir mal, was genau das für eine Quest ist. Ich habe nämlich gerade absolut keinen Plan. Ich könnte mal nachgucken. Akt der Gnade. Ein Brief, Expedition. Brauchen wir noch ein paar Sovereigns. Ja, 2,3 noch oder so. Das geht gut hin. Master Hawk, Ariane hat mir gesagt, ihr hättet für ihren Sohn Fainreal einen besseren Weg als den Zirkel gesucht. Ich dachte, ihr würdet vielleicht noch einmal einigen Magiern eure Freundlichkeit erweisen. Könnt ihr etwa nicht selbst freundlich sein? Ihr seid kein Templer. Ihr wisst nicht, welche Schande das wäre.
In diesen Höhlen verstecken sich einige Abtrünnige. Wir werden nicht für euch Abtrünnige töten. Ich hatte gehofft, ihr würdet mit der Gruppe sprechen und sie zum friedlichen Aufgeben überreden, bevor die anderen Templer kommen. Wenn euch Templern so viele Magier entkommen, macht ihr eure Arbeit nicht besonders gut. Sie unterstanden nicht uns. Bei ihrer Flucht waren sie gerade auf dem Weg von Starkhaven nach Kirkwall. Diese Magier haben bewiesen, dass sie Templer sofort angreifen. Ihr habt eine bessere Chance, sie zu überzeugen, dass ein Leben im Zirkel besser ist als ein Tod in Freiheit. Ser Karas jagt sie ebenfalls. Wenn sie sich bis zu seinem Eintreffen nicht ergeben haben, kommt es zu einem Blutbad. Ja, dann gehen wir da doch mal runter. Ja, wir schauen jetzt erstmal hier. Ach, da kommt ein Magier. Ich bin hier mit zwei Magiern. Ich hätte noch einen weiteren Magier mitbringen können. Und du greifst mich an. Du bist ein Hund. So. Einmal hier eisige Umarmung. Toll. Wenn Magier machen, was sie wollen. Gerade so getroffen noch, glaube ich. So. Sie haben die verdammten Toten erweckt. Sie müssen wahrhaft verzweifelt sein. Bitte sagt mir, dass wir diese armen Narren nicht zurück in den Zirkel zwingen werden. Ich wüsste nicht warum. Warum sollte ich sie denn in den Zirkel zwingen? Ich meine, ich steck doch meine Schwester auch nicht in den Zirkel. Und im ersten Teil, wenn man Magier spielt. Das wirkt alles andere als nett, oder? Tja, dann ist es ja auch so, dass man normalerweise eigentlich aus dem Zirkel abhaut und den nicht gerade so pralle findet. Ich jag den mal dahin. So, Feuerball. Das hätten wir auch gekillt. Hi, der Alan. Der Bauer segne euch. Ich dachte, ich würde hier unten sterben. Hier in dieser Gruft. Gehört ihr zu den Templern? Bitte, ich muss zurück zum Zirkel. Ich wollte mit dieser Sache nie etwas zu tun haben. Nicht, als er damit begann, diese Dinger zu erschaffen. Er? Wer ist er? Decimus. Es war seine Entscheidung. Er sagte, die Templer würden uns als Blutmagier titulieren, wenn wir flüchten. Dann könnten wir unsere beste Waffe doch auch einsetzen. Er schnitt sich das Handgelenk auf und die Magie. Sie erhob sich aus dem Blut und erweckte die Skelette in der Höhle. Ich lief weg. Decimus hat Unrecht. Blutmagie ist böse, keine Macht, die uns die Templer mutwillig verweigern. Erzählt mir. Decimus ist der Anführer dieser Magier? Er ist verrückt. Er sagte, ohne unsere Phylakterien würde uns niemand finden. Wir wären frei. Vielleicht hat er sogar das Feuer gelegt. Es muss ein Dämon sein, der durch ihn wirkt. Kein normaler Mensch würde die Toten so verhöhnen. Draußen wartet der Templer Thrask. Ergebt euch ihm. Dann wird euch nichts geschehen. Ich ergebe mich. Bringt mich zu den Templern. Ich will nichts zu tun haben mit dieser Blutmagie. Der Rest von ihnen folgt immer noch Decimus. Er ist wahnsinnig geworden. Er würde uns alle töten, nur um die Templer loszuwerden. Tja, das ist natürlich jetzt nicht so schön für ihn, weil jetzt komme ich mit zwei Magiern und wir treten ihm voll in seinen dicken, fetten Arsch. So, was sind das für Hände? Hände für mich. Was sind das für Stiefel? Keine Stiefel für mich. Okay. Egal, weiter geht's. So, dann müssen wir mal eben den Typen dahin killen. Der dreht ja vollkommen am Rad, der Typ. Sie sind hier! Die Templer sind gekommen, um uns zum Zirkel zurückzubringen! Decimus nicht! Halte ein! Das sind keine Templer! Was kümmert es mich, welches Schild sie tragen? Wenn sie uns angreifen, werden die Toten sich ihnen entgegenstellen!
Wer hat denn gesagt, dass wir angreifen? Er beschwört ja einfach stumpf. Eigentlich lebten die alle. Okay, Decimus. Wir machen das jetzt mal ganz gechillt. So. Dann hauen wir mal